Nachwuchsrenner der U10 Nachwuchsmannschaft des USV Markt Happelsdorf. Ich heiße Sebastian Wurm und bin 19 Jahre alt. Onyx and Biohazard, are you guys ready to slam? Und ich bin abgetaucht, bin durch die Straßen gerannt, hab mich nicht mehr ausgekannt, bis an irgendeiner Wand ein Bekannter vor mir stand. Dazu weiß Cowboy-Stiefel, Haare Afro-Look, rotes Hemd an den Arm, Goldschmuck. Was geht da? Und muss sich übergeben. Er greift nach seiner Flasche, er wird sie überleben. Er setzt sich erst dicht, ich setz mich dicht daneben. Und er beginnt zu reden und zu reden und zu reden. SMUDO sagt, so ist das Leben eben. Der Typ gestern sagte, was? Es wird Regen geben. Es wird Regen geben. Jetzt erstmal aufstehen, duschen und einen Kaffee machen. Das Ganze vergessen oder einfach drüber lachen. Aber wie hat der Freak gestern richtig gesagt? Die Dinge laufen falsch, auch wenn sich keiner beklagt. Er sagt den Menschen, die vertragen mehr als sie zu sagen wagen. Aber oft die Dauer schlagen ihnen Dinge auf den Magen. Doch anstatt anderen Menschen in den Magen zu hauen, wird alles schön geschluckt und beim Versuch es zu verdauen, müsste er ganz einfach kotzen. Und da sind wir beim Problem, obwohl sich alles in uns dreht. Bleiben wir hier oben stehen, in der Bewegung liegt die Kraft. Habt ihr das nicht gerafft? Der Schlüssel ist der Tod und der geschieden massenhaft. Wir alle sind dabei und selber so dicht dran. Und der Typ klingt sich aus, weil er es nicht ertragen kann. Er spricht von Menschen, die verrecken in den Straßen, in den Ecken. Direkt vor anderen Menschen, die erschreckt zurückschrecken oder aber weitergehen, weil sie es gar nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen und erst recht nicht verstehen. Da ist einer am Krepieren und liegt in seinem Code. Doch die Leute, die ihn ignorieren, sind schon lange tot. Sitzt der Penner in der Ecke, dann sieh ihn dir an. Das könnte ich sein, vielleicht bist du es irgendwann. Noch unsere Bäuche sind zu voll und unsere Köpfe zu leer. Der Typ resigniert und er hat keine Hoffnung mehr. Doch dann kommt seine Theorie und seine Augen werden groß. Denn der Gedanke an das Ende lässt ihn nicht mehr los. Was wir zum Leben brauchen, wird sich gegen uns stellen. Und ich denk noch, Alter, locker bleiben, mach mal keine Wellen. Er springt auf und zeigt zum Himmel, sagt, von dort wird es kommen. Ich versuch was zu erkennen, doch ich sehe zu verschwommen. Und dann dreht er sich zu mir und sagt, du wirst es noch erleben. Und ich frage ihn, was, was? Es wird Regen geben. Es wird Regen geben. Die einen glauben an den Sturm, die anderen an das Beben. Und der Typ behauptet eben, es wird Regen geben. Es kommt nicht davon, wie man das Ende sieht. Es geht auch nicht darum, was dann genau geschieht. Es ist viel wichtiger, zwischen den Zeilen zu verweilen, das zu peilen, dran zu feilen und Gedanken gut zu teilen. Teil bunte Gedanken, gehörst du auch zu den Gleichen, die das Gleiche durch Bereicherung in allen Bereichen. Ging das zu schnell, als jetzt hinein. Hast du nicht gefallen, hör ein anderes Stück. Doch schalt niemals ab und hör niemals auf zu denken, das ist nicht umsonst. Ich will dir auch nicht schenken, Hausmeister Thomas D. Für heute bin ich raus, ich zieh meinen Regenmantel an, denn es sieht nach Regen aus. Einmal anfühle zu regnen und keine Regentropfen herabfallen, sondern.
in effect. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked. Just like the bottom.